Hallo und willkommen zurück bei Die Sims 4. Wir sind zurück bei bei Christina Schmidt. Und sie fühlt sich ein bisschen unwohl. Ich bin jetzt nicht mehr allzu sicher, warum. Ich habe vergessen, was wir beim letzten Mal gemacht haben, dass sie sich unwohl fühlt. Ach, sie hat einen Obstkuchen gegessen und deshalb fühlt sie sich unwohl. Das ist immer noch etwas, was ich noch nicht so ganz verstehe. Sie fühlt sich unwohl, weil sie einen Obstkuchen gegessen hat. Das mag merkwürdig erscheinen und das ist auch merkwürdig. Ich finde es auch merkwürdig, dass du immer noch in deinem Badeanzug bist, nachdem du ungefähr einen halben Meter geschwommen bist. Was will sie eigentlich? Beliebigen Radiosender hören? Na, tust du doch. Ein Instrument spielen? Ach ja, natürlich. Moment, warte mal. Wir werden mal bitte Musik hören. So, dann hörst du erstmal mit der Glotze auf. Funktioniert das? Beliebigen Radiosender? Wie dreht man? So dreht man. Diese beliebigen Radiosender? Ah, wunderbar. Und schon... Moment. Steht doch da. Beliebigen Radiosender hören, weil Stereoanlage besitzt. Moment. Das werden wir mal anpinnen hier. So. Was willst du machen? Für jemanden eine Parodie machen. Du bist aber ganz alleine. Beliebigen Radiosender hören. Ah, jetzt hat es gefunkt. Okay. Reicht also nicht, wenn man es nur eine Minute macht. Mit sich selbst reden, weil wahnsinnig. Dafür hast du noch relativ viel Zeit, würde ich behaupten. Wir werden das mal ausmachen. Und dann probier einfach mal deine Gitarre aus. Es ist noch nicht so spät. Wir werden es einfach mal Gitarristen engagieren. Warum würde ich das tun wollen? Wir üben jetzt mal, Gitarre zu spielen. Ja, du hast immer noch Musik im Kopf. Ich bin gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Ist das gut, oder? Warum sind die Noten schön? Also, die Noten sehen ja gut aus. Na gut, ich denke mal, du musst erstmal lernen, nicht wahr? Genau, da ist dein Lernbalken. Du hast noch viel vor dir, wenn du es zu Glück und Reichtum bringen möchtest. Ach, was steht da? Ja, jetzt stand da eben oben. Christina ist eine Musikliebhaberin. Ja, ist mir bewusst. Trinkgeld verdienen. Wegen Bestreben musikalisches Genie. Moment. Sie ist ein musikalisches Genie und hat deshalb das Bestreben, ein Trinkgeld zu bekommen? Spiele in der Öffentlichkeit dein Musikinstrument, damit andere dir Trinkgeld geben. Je besser die Musikfähigkeit deines Sims, desto mehr Trinkgeld erhält er. Ich könnte also davon leben, ja? Ich hatte euch gefragt, was wir am ersten mit Christina Schmidt machen sollten. Und ihr meintet, sie braucht einen Job. Zumindest vorläufig. Wenn wir uns damit über Wasser halten können. Jetzt hat sie nur noch 2.500. Ach, sie ist glücklich wegen Musik im Blut. Und großartige Klänge, weil sie Musik gehört hat. Und Spieltrieb wegen Merkmal Spinner. Das ist ja wunderbar. Du musst nur mit dir selbst reden und sie will Trinkgeld verdienen. Trinkgeld verdienen? Das ist ja kein richtiges Trinkgeld verdienen. Das, was du willst, ist an der Straße stehen und betteln. Wie ein gottverdammter Hippie. Na gut. Wir werden uns das mal merken, nicht wahr? So, wir werden uns das mal anpinnen und uns das merken. Aber wir müssen dafür besser werden. Nein, wir werden uns das nicht merken, weil das wird noch viel zu lange dauern. Bis du gut genug bist, dass du wirklich damit dein Geld verdienen kannst. Und wenn es nur ein bisschen ist, wird ziemlich lange dauern. Du bist glücklich und willst mit jemandem plaudern. Ja, das geht jetzt aber nicht. Weißt du was? Spiel einfach noch mehr. Es ist gerade mal 9:30. Du hast nicht wirklich Nachbarn. Also, mach doch, was du willst. Sie übt jetzt schon stundenlang. Weißt du, ihr geht's eigentlich total gut. Sie ist super drauf. Sie ist nur ein kleines bisschen müde. Ha, Levelaufstieg. Christina hat Level 2 der Fähigkeit Gitarre erreicht. Ist das nicht fantastisch? Christina kann jetzt mit der Stimmung verspielt zum Spaß klimpern und am Computer über Gitarren recherchieren. Sie kann jetzt an der Stereoanlage Blues genießen und bei anderen Sims über Gitarren-Solos schwärmen. Am Computer über Gitarren recherchieren, ja? Das klingt immer noch furchtbar. Wie kannst du so glücklich aussehen? Weißt du was, hol dir noch einen Snack und dann ab ins Bett. Schnelle Mahlzeit? Chips, Cerealien, Wasser, Orangensaft, Milch, Joghurt. Das ist aber nicht wirklich... Ein Mikrowellengericht wäre jetzt ganz gut, so um 11 Uhr abends. Ach, dann hau dir halt noch ein paar Chips rein und dann geht's ins Bett. Oder? Ja. So, dann ist mal gut damit. Aber sie hört doch gar nicht mehr auf. Das scheint sie wirklich glücklich zu machen. Unwohl, weil sie müde ist. Ach, nun komm schon. Ja, so schlimm ist das nicht. So dramatisch ist das nicht. Ich finde, das geht schon klar. Moment, sie hat Chips im Kühlschrank in einer Schüssel? Was ist das denn? Was? Ach, dieser... Die hat... Ganz ruhig. Alles okay.
Kein Problem, du bist alleine. Alles gut. Aber wie absurd. Das finde ich jetzt wieder ein bisschen merkwürdig. Wie traurig. Du sitzt ganz alleine in der Wohnung und frisst die Chips. Ich bin also unglücklich. Und denkt über Gemüse nach. Weißt du, du solltest keine Chips essen und dann an Gemüse denken. Das macht dich nur unglücklich. Also ich finde es ja immer ein bisschen merkwürdig. Das ist jetzt hier Käse. Chips, eine kleine Mahlzeit. Das ist ein Imbiss. Das sollte eigentlich keine Mahlzeit sein. Waren das gute Chips? Sieht fast so aus, aber ziemlich lecker, weil er gegessen hat. Das war ein recht köstliches Gericht. Es waren Chips. Das ist überhaupt kein Gericht, Mann. Wie bist du denn drauf? Die Bettdecke ist ja auch geil. Das ist ja cool. Okay, einfach mal ein solider Block, in den ihre Körperform so reingeschnitzt ist. Wahrscheinlich wird sie recht lange schlafen, war, glaube ich, bis nach Mitternacht wach. Aber das macht nichts. Also das mit diesen Chips, ich finde, sie sollte immer noch unwohl. Rückenschmerzen wegen billigem Bett. Aua, die Matratze war hart, wie Beton. Ah, das ist aber nicht gut und das hält 3 Stunden an. Was willst du? Chips essen. Was, schon wieder? Ja, weißt du was, von mir aus ist doch Chips. Also das Bett ist billig, so. Und da kriegt sie Rückenschmerzen von. Das ist natürlich nicht gut. Vielleicht sollten wir uns hier ein anderes Bett besorgen. Wir gucken mal hier, wie es aussieht mit Bett. Bam. Was hat sie denn überhaupt für ein Bett? Was ist denn das für eins? Das ist, reduzierte Doppelliege. Energie 4. Unwohl. Was? Wie jetzt? Warum hat sie überhaupt ein Doppelbett? Ist doch total hirnrissig, oder? Ist es das? Das. Unwohl. Was heißt denn unwohl? Kuschel dich schlicht und einfach in diesem zeitgemäßen Bett. Im modernen Design ist weniger einfach mehr. Energie 4. Stress gemildert 1. Unbehagen gemildert 1. Aber das sind alles Doppelbetten. Gibt es die nicht einzeln? Warum gibt es denn... Warum sind das... Ne, guck mal, wie teuer das wird, wenn ich ein Einzelbett haben will. Aber das sind Kinderbetten. Es gibt keine Einzelbetten. Hier. Ach doch, okay. Ich dachte, das ist nach Preisen sortiert, aber es ist erst nach Typ und dann nach Preis. Okay. Also, das erscheint mir ziemlich teuer alles, diese Betten hier. Reduzierte Liege, unwohl. Unbehagen gemildert 3. Einzelbett-Teenie-Träume. Dieses schmale Bett lädt zum Träumen ein. Von einem größeren Bett. Na, ganz großartig. Schlummerwohl Einzelbett. Das sieht doch doof aus. Die Erhöhung kostet schon 1200 Euro. Dollar. Scheiße, Mann. Ja, das ist schon gut, ne? Das ist schon... das finde ich furchtbar hässlich. Das ist viel zu elegant. Das ist sehr modern. Das finde ich eigentlich viel besser. Einzelbett mit Stauraum. Das ist so ein bisschen rustikal. Wie schmal und klein das aussieht. Wie das aussieht. Aber ich kaufe hier doch nicht ein teureres Doppelbett. Das scheunisch. Energie 4, Stress gemildert 1, Unbehagen gemildert 1. Das ist wirklich unwohl. Das ist das schlechteste Bett. Unbequem für Erwachsene. Unwohl. Unbehagen gemildert. Das ist wirklich ein schlechtes... Das ist das schlechteste Doppelbett, was es gibt. Okay, das scheunisch. Ist 4 und 1, 1. 411 kostet 560 und das kostet 620. Ist natürlich teurer. Aber das ist hässlich. Guck doch mal, wie hässlich. Oder? Sehe nur ich das so? Vielleicht brauchen wir einen anderen Bezug. Gib mir mal hier, es sieht alles so nach Prinzessinnenbett aus. Ist ja furchtbar. Oder es sieht aus wie ein Kuchen oder wie irgendein Dessert oder so. Wie ein Zitronentörtchen. Guck mal, das hier sieht aus wie ein Zitronentörtchen. Nein, das ist furchtbar hässlich. Eine Fresse. So? mit diesem geschwungenen hinteren... Aber es wäre wahrscheinlich besser. Es wäre besser, wenn wir ihr das besorgen. Aber vielleicht... Nee, es kostet das Doppelte. Das ist es nicht wert. Aber in welcher Farbe? Das ist alles doof. Lassen wir es einfach weiß? Wir lassen es einfach so im Originalzustand. So. Bitte sehr, dann kriegst du halt ein halbes Prinzessinnenbett. Bitte sehr. 560. Und da kriegen wir immerhin 344 für. So, also war nicht ganz so dramatisch. Komm, ist okay. Wo schläfst du denn? Unter dem Fenster? Neben dem Fenster? Da von mir aus. So, okay. Alles gut. Was du jetzt eigentlich noch brauchst, was ist denn das für ein komischer Tisch? Nee, ist eine Kommode, wa? Enigma-Kommode. Okay, du hast gar keinen Tisch. Du brauchst eigentlich einen Tisch mit dem Computer dran. Damit du online recherchieren kannst über Gitarren. Weil das gibt es scheinbar und das ist wichtig. Warum auch immer. So, das machen wir jetzt einfach mal... das machen wir ganz anders.
Die setzen wir... Ich will unbedingt den Tisch schräg hinstellen. Ich weiß nicht warum, aber da kann ich das nicht hinstellen. Ah! Mann, was ist denn das hier? Das ist ein Bücherregal. Das macht doch an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Und ich weiß auch warum, weil da nämlich überhaupt gar keine Sitzgelegenheit ist. Es macht überhaupt keinen Sinn, hier ein Bücherregal zu haben. Weißt du was, das kannst du ja haben, aber dann doch bitte beim Sessel von mir aus. Genau, da hatte ich doch eh gesagt, da kannst du was lesen, da macht es auch Sinn, weil da ein Sessel ist. Moment, ich kann das Bücherregal direkt an dem Fenster anbringen? Wie ist denn das möglich? Ach, aber es geht nicht über den Küchentresen. Das ist doch unlogisch, Mann. Und da geht es auch nicht, weil da die Gitarre steht. Ah! Okay, dann halt da. Ja? Nee. Da. Okay. Ja gut, da ist auch die Sicht auf den Fernseher nicht versperrt. So eine Kleinigkeiten sind mir dann doch recht wichtig. Also. Da gucken wir mal. Schreibtisch. So, was haben wir denn da? Aufpoliertes Pult. Wissenspult von für unser bestes Wissen. Mega-Schreibtisch. T1 Kampfschreibtisch. Lieber Himmel. Was ist denn das Kontrollzentrum? Astronautenkarriere brauche ich da und antiker Schriftstellerschreibtisch. Du bist aber kein Schriftsteller. Zeichentisch. Weißt du, du kriegst hier den günstigsten, aber irgendwie hier in so einem... keine Ahnung. Warum denke ich darüber nach, was für eine Farbe der verdammte Tisch haben soll? Die konnte man sich früher auch nicht aussuchen. So, von mir aus so. So, da kommt jetzt hier da so schräg in die Ecke rein. Dann bekommst du noch einen Stuhl. So. Irgendein Schreibtischstuhl. Was sieht aus nach Schreibtischstuhl? Nix. Was ist das hier? Da? Ja, hier. Schreibtischstuhl der Boss. Der Boss. Begehrter Zeichenstuhl. Der hat ja sogar noch Komfort 3. Du brauchst keinen Stuhl mit Komfort. Einfach irgendein Stuhl. So, genau. Da sitzt du dran. Ganz alleine. Okay. Bitte sehr. Und dann brauchen wir noch ein PC. Ja gut, ein Computer. Okay. Da haben wir... Ach du Liebe. Warum ist denn der scheiß Computer so teuer? Slow-Motion-PC. Moment, im Internet recherchieren? Da brauche ich doch gar kein PC für, du hast doch ein Handy. Moment. Was steht denn hier? Reisen? Karriere? Haushalt? Unterhaltung? Sozial? Nee. Notizbuch, Telefon leise stellen, Farbe der Telefonhülle ändern. Warum ist das wichtig? Du hast doch hier ein Smartphone. Kannst du darüber nicht ins Internet gehen? Scheinbar ja nicht. Es ist doch alles nicht wahr. Na schön. Bitte sehr. Dann müssen wir halt so langsam unsere letzten Reserven aufbrauchen und hier ein Slow-Motion-PC kaufen. Videospielfähigkeit, Programmierfähigkeit, Comedyfähigkeit, Schreibfähigkeit. Moment. Du brauchst aber auch Online-Fähigkeit. Geht das nicht? Unkaputtbar ist er toll. Nee, es scheint es... Hä? Bitte sehr, dann gibt es jetzt den Slow-Motion-PC. Ach nein, nicht in Grau, dann sieht er noch älter aus. Wir lassen den mal einfach so. So lassen wir den und stellen den dahin. Das finde ich ganz cool, dass es so angezeigt wird, womit es interagiert. Der kostet auch $800 und das, obwohl er Slow-Motion ist. Mann, ey. Na schön. Okay, wieder mal unseren Kontostand halbiert. Warum bist du denn jetzt... Achso, dir ist unwohl, weil du Rückenschmerzen hast. Gut, das ist eigentlich kein Wunder. Und ansonsten geht's dir gut, wa? Wieder am Chips-Mampfen. Ich hoffe, Chips werden jetzt nicht ihr Lieblingsgericht. Ich habe keine Ahnung, ob sich so eine Sims jetzt so grundsätzlich fett fressen können? Ich weiß nicht, ob das passieren kann. Sie können ja fit sein, es gibt ja irgendwie so eine Körperpunkte, die sie haben können. Aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so weit geht, dass sich ihr Körperbau verändert. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Problem wäre. Es wäre halt einfach nur etwas, womit wir umgehen müssten. Okay. Nachdenklich duschen. Was sollen denn... mach mal erfrischende Dusche. Eine erfrischende Dusche kann Sims Energie verleihen. Moment, du gehst ins Badezimmer, um deine Sachen abzuspülen? Scheint wohl die nähere Spüle zu sein, sehr merkwürdig. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Was war das denn eben? Eine erfrischende Dusche, habe ich es eben weinen gehört? Hat sie rumgejammert? Ja, sie jammert rum. Na schön.
Ach, das kannst du nicht irgendwie entspannend verwenden oder so, ja? Entspannend pinkeln. Irgendwie aggressiv pinkeln oder sowas. Okay, gut. Und dann werden wir hier versuchen, energiegeladen. Ha, ist ja super. Super. Ziemlich lecker, weil er gegessen hat. Sie liebt Chips. Okay, das sollten wir uns mal merken. Also Bestellung, Witze schreiben, programmieren, überschreiben, Rechnung bezahlen. $263, wofür denn? Haushalt? Haushalt umziehen. Adoptieren. Mehr aus, was gibt's denn noch? Web. Recherchieren? Gitarre recherchieren. Bam. Okay. Jetzt haben wir es gefunden. Gitarre recherchieren. Ich bin gespannt, was da jetzt bei herauskommt. Wollen wir mal sehen, ob das jetzt irgendwas bringt. Das bringt denn ihre Gitarrenfähigkeit nach vorne? Oder ich weiß auch nicht. Was steht hier? Bei jemandem Hüftstoß vollführen. Hüftstoß. Schelmisch sein? Ein Instrument spielen. Okay. Ein Hüftstoß. Was soll denn ein Hüftstoß sein? So von vorne. Ja, so, also frontaler Hüftstoß? So Trockenficken? Oder was ist ein Hüftstoß? Oder ist das so seitlich so wegbumsen? Mann, wie soll ich denn sowas beschreiben? Hüftstoß? Was ist denn ein Hüftstoß? Okay, weißt du was? Wir werden Veronika anrufen und herausfinden, was ein Hüftstoß ist. Ah, kann ich nicht. Ist vorbei. Jetzt ist inspiriert. Mit jemandem über Träume sprechen jetzt. Wie, du bist fertig und bleibst da sitzen? Was soll das bedeuten? Ha, üben. Bitte sehr. Weißt du? Oh, Moment, was steht jetzt? Du hast 24 Stunden Zeit. Was steht da? Ja, ich kann es leider nicht lesen. Mein Layout vom Aufnahmeprogramm ist drüber. Du hast 24 Stunden die Rechnung zu bezahlen, glaube ich, bevor dein Strom abgestellt wird. Ach du lieber Himmel. Okay, Moment. Ich glaube, ich habe vergessen, die Rechnung zu bezahlen. Jawohl. Rechnung bezahlen. $263. Bitte sehr. Okay, mach das mal und danach übst du weiter. Wer inspiriert ist, spielt besser Gitarre. Ah, ist ja super. Okay, dann mach mal schnell hier. Ha, bezahlen. Und schnell wieder weitermachen. Super. Also du spielst jetzt besser, das bedeutet aber auch, du lernst schneller, ja? Nur weil du besser spielst, heißt es ja nicht, dass du schneller lernst, ne? Oh, warte mal. Zufriedenheit von Christina 285. 6 Stunden Musik üben. Ach so, jetzt hat sich das aktualisiert. Ich dachte, es hat sich eben in die falsche Richtung aktualisiert, aber ist alles korrekt. Ja doch, da waren Bedürfnisse. Hurra, Levelaufstieg! Christina hat Level 3 der Fähigkeit Gitarre erreicht. Christina kann jetzt irgendwas, aber ich habe wieder nicht gesehen, was. Wir wollen über Träume plaudern. Okay, plaudern mit. Veronika Schwarz, die mögen wir tatsächlich am liebsten. Die ist scheinbar am längsten da gewesen. Gut. Veronika Schwarz, dann hör mal erstmal auf, hier Gitarre zu spielen. Und dann plauder mit ihr über deine Träume. Wie wär's denn damit? Das ist eine ganz tolle Sache. Wir wissen, Veronika ist auch arbeitslos, die hat immer Zeit. Yes. Das ist hier, was vergammelt denn da hinten? Warum verschimmelt denn das da alles? Was ist denn hier los? Das wollen wir aber nicht. Ja, na gut, okay. Wir wollen ja eine Frau beim Telefonieren nicht stören. Machen wir doch ruhig weiter. Na gut, das waren immerhin eine halbe Stunde. Weißt du was? Das hat dir, glaube ich, ganz gut getan. Du hast aber nicht über Träume gesprochen. Ja, das ist eigentlich ein Problem. Das ist eigentlich doof. Ich weiß auch nicht, wie lange sie inspiriert ist. Wo steht denn das? Wie lange ist sie inspiriert? Wegen Gitarrenmusik. Redliche Riffs 4 Stunden. Gitarre recherchiert 2 Stunden. Aber... Ach so, es geht noch 2 Stunden. Okay. Glücklich plus 2, inspiriert plus 2. Also das geht noch 2 Stunden. Eine Stunde. Na gut, also jetzt habe ich, glaube ich, keine Chance mehr. Jetzt werde ich es nicht mehr schaffen, noch mehr zu sie einzuladen am besten. Was isst du denn da? Was ist denn das? Cerealien. Hergestellt von Christina Schmidt. Qualität normal. Aha. Cerealien. Und du bist sicher, das hat gute Qualität? Ich meine, das ist so durchaus schon anspruchsvoll, möchte man meinen, ne? Du musst immer die Cerealien aus der Packung nehmen. Also du musst erstmal die Packung nehmen, die Packung aufmachen, die Cerealien rausholen und dann irgendwie in die Schüssel kippen. Das ist durchaus anspruchsvoll. Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Ja. Mann, Christina Schmidt, du bist eine gottverdammte Verrückte. Guck dich doch mal um hier. Ist übertrieben verrückt. Okay, sie hat Gitarre recherchiert und ist deshalb inspiriert. Ich meine, das kann man ja immer machen.
Das heißt, dieses mit jemandem über Träume sprechen, weil inspiriert ist, kann man doch jederzeit praktisch wieder provozieren. Es ist eigentlich kein Problem zu sagen, okay, ich möchte jetzt, dass sie irgendeine soziale Interaktion als Wunsch hat und ja, deshalb sage ich jetzt einfach mal, sie soll Gitarre recherchieren, damit sie inspiriert ist und den Wunsch dazu hat, mit jemandem über ihre Träume zu sprechen. Das erscheint mir eigentlich relativ simpel zu beeinflussen, was sie sich wünschen soll. Was ich jetzt in diesem Augenblick will. Oh! Das ist ja richtige Musik. Ja, cool. Jetzt klingt es endlich nach was. Was ist denn, wenn ich vorspule? Dann immer noch? Oh, nicht so wirklich. Ja, du Boo.